Wir brauchen einen neuen Struthiomimus. Der beißt halt komplett alle kaputt. Also müssen wir, tatsächlich mal gucken, dass wir vielleicht entweder noch so ein Labor machen oder wir sagen, wir machen hier noch so ein kleines Gehege außenrum. Was? Ausbrüten fehlgeschlagen? Was? Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Das finde ich jetzt aber schade. Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Ach so, das, weil es nicht zu 100% vollständig ist, kann fehlschlagen. Und die Lebensfähigkeit bestimmt darüber hinaus noch die Erfolgschancen des Brutvorgangs. Also, Upgrade für die Erfolgsrate des Hemden-Entwicklungslabors erhöhen die Lebensfähigkeit. Genmodifikationen verringern die Lebensfähigkeit. Genmodifikationen erhöhen die Kosten des Brutvorgangs, können jedoch Dinosaurier mit erheblichen Vorteilen und höheren Bewertungen hervorbringen. Wir hätten einfach mal alles kaputt gegangen ist gerade. So, jetzt brauchen wir zwei neue Transportteams. Einmal den Transport hier rüber. Ausbrüten fehlgeschlagen. Und noch ein Transportteam, um den abzuholen. Das andere hat... Ich glaube, das andere hat tatsächlich gerade gar nicht funktioniert, oder? Jetzt hat es funktioniert. Unser anderer Forschungsauftrag ist auch fertig. Jetzt können wir gerade mal ins Fossilienzentrum gehen, unsere Fossilien angucken. Was haben wir hier? Edmontosaurus-Genom. Können wir die DNA extrahieren. Und das ist Hautabdrücke. Gut, die können wir wieder verkaufen für 100.000. Damit haben wir quasi unsere Kosten für die Expedition schon wieder reingeholt. Also optimal. Und wir machen $113.000 Gewinn pro Minute. Also es funktioniert. Es läuft langsam. Den Dino können wir freilassen. Den anderen müssen wir aussondern. Und brüten jetzt halt nochmal einen neuen aus. Und dann würde ich jetzt tatsächlich mal... irgendwie hier so ein kleines Zusatzgehege noch. Baukosten verbaut. Ich werde hier doch wohl irgendwo mal noch... ein bisschen was bauen dürfen. So, glätten. Mal gucken. Das sieht jetzt nicht so übermäßig schlimm aus. Ich werde ja wohl an der Schräge noch irgendwo so ein bisschen ein Gehege bauen dürfen. Oder vielleicht, weil wir hier zu nah an dem Entwicklungslabor sind. Weil ich will jetzt nicht nur für Fleischfresser so ein extra Labor machen. Da müssten wir hier hinten noch ein komplett neues hinmachen, wo dann nur Fleischfresser drin sind. Gut, würde vielleicht auch Sinn machen. Aber theoretisch würde ich es einfach gerne hier... gucken, ob sich das halt auch irgendwie dann lohnt, ne? Gerade nochmal abtrennen. Und da einfach ein Tor reinmachen. Es kann sein, dass sich das einfach mal null gelohnt hat jetzt. So, das Tor lassen wir jetzt einfach mal offen. Wenn es nicht funktioniert, reiße ich es wieder ab. Und dann können die nämlich einfach hier rausgehen. Wenn wir dann eine Fleischfresser haben, machen wir das Tor zu und schicken die wieder zurück. Was ist denn eigentlich mit diesem Dino los? Upgrade-Platz. Ausbrüttempo, Erfolgsrate. Brutstättenkapazität. Also wir können schon noch ein bisschen was forschen. Aufträge. Guck mal, wie oft das fehlschlägt jetzt. Wir hatten nie Probleme mit irgendeinem Fehlschlag. Jetzt schlägt es nur noch fehl.
Vielleicht bauen wir mal zwischendurch wieder einen anderen. Einfach nur, dass es nicht so viel sind. Die wird da jetzt, weiß ich nicht, zerstören, kaputt machen, wie auch immer. Schließen Sie eine Sequenz ab. Erhöhen Sie ein Dinosauriergenom auf mindestens 60%. Na, wir haben ja eigentlich ein Dinosauriergenom schon auf mindestens 60%, aber wir haben auch zu viel Unterhaltung. Ich will mal wieder ein bisschen Aufträge für die Wissenschaft haben. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition zu einer Grabungsstätte durch. Das können wir machen. So, 2 Minuten bis zum nächsten Auftrag. Aber ich wollte tatsächlich hier auch erstmal forschen. Ausbrüten ist schon wieder fehlgeschlagen. Was haben wir denn, was brauchen wir denn noch zum Freischalten? Forschungszentrum benötigt 2, Freischaltungsbedingungen nicht erfüllt. Da geht es um Besucherbewertungen. Und für die Bowlingbahn brauchen wir mal 3 Forschungszentren. Ist klar. Wissenschaftszentrum. Generiert je nach Wissenschaftsruf zusätzliche Einnahmen. Okay, dann müssten wir quasi voll auf Wissenschaft gehen. Dann wäre das Wissenschaftszentrum freigeschaltet. Das Ganze funktioniert auch mit Innovation für die Unterhaltung und mit Sicherheit für na, Sicherheit eben. Und für diese neuen Kraftwerke brauchen wir auf den unterschiedlichen Inseln unterschiedliche Bewertungen von Sicherheit oder Wissenschaft wäre das. Dann haben wir ein Forschungsteam und für die Einschienenbahn, für den Transport, bräuchten wir auch 2 Forschungszentren. Also ich würde mal sagen, es lohnt sich vielleicht tatsächlich ein weiteres Forschungszentrum zu bauen. Pro Insel kann nur ein Forschungszentrum gebaut werden. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwann auf eine andere Insel gehen. Aber es wird sicher irgendwann hier. Isla Muerta wird mit 3 Sternen freigeschaltet. Okay, Dinosaurierbewertung haben wir 7 Dinosaurier mit sehr hoher Vielfalt und Inselverwaltung. Das haben wir doch auch schon mal gehabt, oder? Enthält Übersicht über die wichtigsten Verwaltungselemente, ist klar. Inselbewertung mit unserer und unseren Wissenschafts-, Unterhaltungs- und Sicherheitsbewertung oder Statistiken oder dem Ruf. Und den Missionsfortschritt können wir sehen. So, Isla Muerta wird mit einer Inselbewertung von 3 Sternen freigeschaltet und die Isla Nubla wird mit einer Inselbewertung von 4 Sternen freigeschaltet. Anlagenbewertung, sehr hohe Sicherheit, sehr hohe Kapazität, annehmbare Zufriedenheit. Zufriedenheit, Dinosaurier-Sichtbarkeit sind 42%, Nahrungsbewertung 46%, Getränkebewertung 46%, 47%, Spaß 53%, Einkauf 83% und Transport 100%. Ja. Grundbewertung 7 Dinosaurier 215. Dinosaurierbewertung 256 von 1000. Anlagenbewertung ist halt voll hoch. Dinosaurierbewertung nicht so hoch. Fürsorgestrafe, Vielfaltsstrafe. Sind es Strafen gut oder nicht so gut? Ich würde gerne vielleicht noch 9 dann holen. Wir könnten mal ein Expeditionszentrum, könnten wir tatsächlich mal... Ich brauche noch ein weiteres Expeditionszentrum. Aber wir könnten, anstatt nach dem Ceratosaurus zu suchen, mal hinten bei dem Huayangosaurus mal zusehen, dass wir da vielleicht jemanden hinschicken können. Wobei die natürlich mit Sicherheit auch ein bisschen brauchen. So, Betriebsgebäude, ein Expeditionszentrum. Pro Insel kann nur ein Expeditionszentrum gebaut werden. Okay, wir brauchen also diese andere Insel, um quasi noch mehr freizuschalten. Dann könnten wir mal darüber nachdenken. Beobachtungsposten. Ach, mit dem Hotel.
Warte mal, ich würde das gerne hier mal das mir ein bisschen angucken. Also die haben quasi nur den Blickbereich hier vorne. Und das Hotel wäre ja auch nochmal ein eigener Blickbereich. Das hätten wir theoretisch vielleicht irgendwo. Also fürs sechste Mal wissen wir das. Machen wir dann das so, dass das in einem Gehege drinnen steht. Und halt, ja, gesichert irgendwie der Zugang möglich ist. Mit Zäunen. Dass es quasi einmal außenrum eingezäunt ist. Und dass sich da drin dann entsprechend noch Dinosaurier befinden. Wo könnten wir denn jetzt gerade noch ein bisschen Anlagenbewertung rausholen? Für die Gäste hätten wir den Schutzraum, sollten wir Souvenirladen, Fastfood-Restaurant, Kleiderladen. Haben wir schon ein Fastfood-Restaurant irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Oder? Doch, da ist unser Fastfood. Da ist unser Fastfood-Restaurant. Unseren Kleiderladen. Einkaufen, Spaß, Essen, Getränke. Spaß. Machen wir einfach hier mal noch was hin. Das ist nämlich noch im Versorgungsbereich. Und wir können hier den Weg anschließen. Es funktioniert. So, und ich glaube, unser Expeditionszentrum ist gerade zurückgekommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ein Hyanosaurus-Genom. Sie haben den Auftrag gut erfüllt. DNA extrahieren und DNA extrahieren. Rufbelohnung, Extraktionszentrum 2 von 8. Wissenschaft ist für unseren Erfolg entscheidend. Zugegeben, sie kann So, Sicherheit müsste. Also, ich glaube, alles parallel erhöhen kann man nicht. Man müsste sich halt vielleicht tatsächlich für eins oder zwei entscheiden. Wenn man eins wirklich hochschieben will, machst du nur Aufträge dafür. Aber alles so irgendwie, dass sich das alles die Waage hält. Schwierig. Das wird, glaube ich, nichts. Ruf, Wissenschaft bevorzugt. Abteilungsruf. Nächste Freischaltung, Ausbildungstempo 1.0. Und oh, hier, aber Härte der nächste Freischaltung wäre Härte der Zähne 2.0. Ich hätte aber lieber Härte der Zäune. Das wäre tatsächlich schöner. Ja, wir gucken mal. Aber da wir es ja theoretisch was freischalten könnten, würde ich gerade mal einen neuen Auftrag anfordern für die Wissenschaft. Dieser Auftrag sieht Brüten interessant Sie mindestens drei neue Dinosaurier aus, lassen Sie sie schlüpfen und aus. anschließend frei. Also gut, können wir akzeptieren. 2 Minuten dauert es bis zum nächsten Auftrag. Mathematik hier. Wir wollen lediglich die exakte Anzahl Dinosaurier kennen. Und ich werde das sicherlich nicht erledigen. Sondern Sie. Ja. Wir brüten einfach mal ein paar Struthiomimus aus, um den Platz hier wieder freizuschalten. Da bräuchten wir wahrscheinlich ja auch dann noch eine zusätzliche Forschung. Gewinn pro Minute machen wir 169.000 und das Ausbrüten ist fehlgeschlagen. Was jetzt anscheinend tatsächlich ein bisschen öfter fehlzuschlagen scheint. Drei Dinosaurier müssen wir noch Ich freischalten. glaube nicht, dass Sie diesen Auftrag Und jedem anbieten würden. Also sehen Sie ihn sich wenigstens an. den können wir auf jeden Fall auch akzeptieren, um die gesamte Schutzraumbewertung auf 75% zu erhöhen. Das heißt, wir brauchen noch einen weiteren Schutzraum für die Gäste. Den stellen wir jetzt einfach mal hier drüben mit an. Den machen wir damit hin. Schließen unseren Weg an. Und dann sollte es hoffentlich auch passen mit den 75%. Unseren Schutzraumauftrag, den haben wir jetzt erledigt. Also 75% haben wir erreicht. Jetzt müssen wir noch drei Dinosaurier freilassen. Aber wir könnten uns nochmal einen Auftrag ordern. Und zwar einen von der Sicherheit. Wie wär's mit noch ein wenig mehr Stress? Wie hört sich Die ein neuer Auftrag Dinosaurierbewertung an, auf ne? 2,0 Sterne erhöhen. Können wir grundsätzlich eigentlich mal annehmen.
Wir haben eine Bewertung von fast 3 Sternen mittlerweile auf unserer Insel, auf der Isla Matanceros. Die Dinosaurierbewertung müssen wir jetzt noch erhöhen. Das heißt, gut, wir haben unterschiedliche Spezies. Mehr, ich weiß nicht, ob wir nicht mehr machen können. Oder ob sich das dann erhöht, sobald wir noch zusätzliche Dinosaurier mit einfügen. Aber ich würde einfach nochmal noch versuchen, ein paar mehr freizulassen. Das ist ja sowieso zum einen mal unsere Aufgabe. Und zwar 2 Struthiomimus können wir freilassen. Da ist ja hier aktuell das Tor offen. Und dann wollten wir mal noch... Den Ceratosaurus haben wir schon, den Hyangosaurus. Da schicken wir jetzt gerade mal noch ein Ausgrabungsteam hin. Und gucken uns mal die Fossilien an, die wir haben. Da haben wir keine mehr. Und forschen. Will ich unbedingt forschen. Sagen wir dahingestellt, mehr kann ich eh nicht freischalten. Wir könnten einen elektrischen Zaun machen. Der verringert die Wucht von Stößen, ansonsten ist er genauso wie der schon zweck wie der leichte Stahlzaun. Und bei Stromausfällen wird es nicht mehr verringert. Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben keine Probleme wirklich, so wirklich. Bei der genetischen Forschung haben wir noch was verfügbar. Wir könnten das Aussehen verändern. Wir könnten Immunreaktionen verbessern, starke Heilung, Eigenschaftsgen, aggressives Verhalten und intuitives Lernen. Dann machen wir doch einfach mal intuitives Lernen. Weil aggressiver machen will ich es jetzt eigentlich aktuell erstmal noch nicht. Der Edmontosaurus, der ist halt auch einfach mal hier in den Bereich zum Freilassen reingegangen. Gefressen wird noch genug. Da haben wir 2 von 10. Da schicken wir gerade mal unsere Ranger hin. Die kriegen eine neue Aufgabe. Und zwar, dass es hier einmal aufgefüllt wird. Die anderen schlafen. Das ist der Alpha. Der läuft einfach nur rum. Da haben wir auch noch genug Reserven. Und dann könnten wir mal gucken, ob wir vielleicht was Neues ausbrüten können. Einen müssen wir noch machen bei dem Hya bzw. Huayangosaurus. Haben wir erst 34%. Da ist das Genom noch nicht hoch genug. Bei dem Struthiomimus, da würde ich nochmal ein bisschen was... nochmal ein bisschen welche freilassen. Dass wir einfach den Sozialanforderungen gerecht werden. Die brauchen eine größere Herde. Expedition haben wir abgeschlossen. Und wir könnten stärkeres Herzens haben wir. Was haben wir noch? Belastbarkeit haben wir und unbekannt. Das ist gesperrt, weil wir 90% dafür bräuchten. Also müssten wir quasi noch mehr DNA extrahieren von dem dann. Jetzt gucken wir aber erstmal, was wir für neue Fossilien bekommen haben. Das ist eine sehr hohe Qualität für den Huayangosaurus. Extrahieren wir das mal und das ist eine geringe Qualität. Das können wir trotzdem extrahieren, dass wir einfach ein bisschen eine bessere Qualität bekommen, um den dann tatsächlich auch ausbrüten zu können. Ich denke, wir beginnen einander zu verstehen. So, für die Wissenschaft haben wir noch ein bisschen mehr gemacht. Da brauchen wir noch ein kleines bisschen, bis wir was freigeschaltet bekommen. Und wir haben die Isla Muerta freigeschaltet. Tropenstürme, öffnen Sie Ihre Schutzräume, um Ihre Gäste vor gefährlichen Stürmen zu schützen. Und der Dr. Ian Malcolm hat was für uns. Isla Muerta, eine neu entwickelte Insel. Der Name bedeutet grob übersetzt, und damit meine ich wirklich grob, die Insel der Toten. Naja. Passend. Irgendwie sogar humorvoll. Humorvoll würde ich es nicht unbedingt nennen.
Außerdem Inselhöhepunkt auf der neuen Insel. Ranger-Teams und SU verwalten, bewältigen sie Krisen im Park und reparieren sie Sturmschäden, indem sie den Ranger und SU-Teams Aufgaben zuweisen und gefährliche Krankheiten. Die können wir erforschen auf unserer Insel und dadurch Heilmittel bekommen. So, zu der Insel würde ich jetzt tatsächlich mal springen. Weil dann können wir auch ein neues Forschungszentrum bauen oder zum Beispiel ein neues Expeditionszentrum und damit auch andere Expeditionen oder andere Forschungen wieder freischalten. Als wären die prähistorischen Kreaturen nicht genug, so gibt es auf dieser nächsten Insel Isla Muerta immer wieder kompliziertes Wetter. Sie wissen schon, Sturm, extreme Bedingungen, sowas in der Art. Von Zeit zu Zeit. Wie Sie sehen können, kann das Wetter hier etwas temperamentvoll sein. Beheben Sie zuerst die Schäden, die der Sturm verursacht hat. Sie sollten ein Ranger-Team verwenden, um den Park wieder betriebsbereit zu machen. Oh, und vergessen Sie nicht, die Schutzräume zu schließen, wenn es die Sicherheit erlaubt. Die Gäste wollen ja nicht ihr hart verdientes Geld für das Herumsitzen in unterirdischen Bunkern ausgeben. Das muss ein heftiger Sturm gewesen sein. Und das schlechte Wetter scheint häufig ein Vorbote für schlechtes Dinosaurierverhalten zu sein. Das ist natürlich wenn ganz Sie glauben, toll. Dass alles zusammenhängt. Wir haben ein Kraftwerk und an dieses Kraftwerk müssten wir anschließen unser Stromnetzwerk, beziehungsweise wir brauchen kein Umspannwerk. Wir bräuchten vielmehr einfach nur erstmal einen Mast. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das hier einfach nicht verbunden ist. Da haben wir jetzt eine Verbindung hergestellt. Die Ranger-Station benötigt Strom. Liegt daran, dass da kein Umspannwerk in der Nähe ist. Vielleicht können wir aber auch einfach einen Mast rüberbauen. Ne, also wir brauchen tatsächlich dieses Umspannwerk. Dann bauen wir das jetzt einfach mal hier hinten hin. Und verbinden dieses Umspannwerk mit Strom. Damit haben wir die Ranger-Station mit Strom versorgt und können neue Aufgaben hinzufügen. Können wir die auch nach und nach machen? Ja, wir können quasi, wenn wir mit Shift drücken, können wir zwei Aufgaben auf einmal aktuell hinzufügen. Wir reparieren jetzt erstmal das Umspannwerk. Und wenn das Umspannwerk repariert ist, wird das Entwicklungslabor repariert. Und dann können wir hier den Zaun reparieren als nächstes. Und einen Schutzraum. Da ist Alarm ausgelöst. Den können wir dann wieder schließen, wobei der Sturm ist eigentlich rum. Der Sturm ist eigentlich rum, das heißt, wir schließen alle Schutzräume. Dann den Zaun hier reparieren, den Zaun da reparieren. Und dann können wir eigentlich schon wieder damit beginnen, Dinosaurier freizulassen. Das ist natürlich auch eine Idee, wie man das aufbauen könnte. Zwei Beobachtungsgalerien, jeweils ein Entwicklungslabor. Und nebendran entsprechend halt auch dann die Gehege, dass wir das nicht so haben wie auf der anderen Insel, dass wir vorne dran so einen Schutzbereich brauchen, um dann Dinosaurier zu betäuben und dann auszufliegen. Und die Ranger haben jetzt hier keine Aufgabe, die kriegen aber eine neue Aufgabe von mir, nämlich den letzten Zaun zu reparieren. Und dann haben wir auch so die ersten Aufgaben mal abgeschlossen. Wir machen jetzt hier minus 15.000 pro Minute. Allerdings haben wir ja mehr Aufträge. Was heißt mehr Aufträge? Wir haben mehr Inseln. Ich würde gerne mal die Gesamteinnahmen sehen können. Wir haben unsere Inselbewertung. Aber wahrscheinlich können wir die anderen Inseln nicht mit angucken, beziehungsweise nicht parallel verwenden. Außer, dass wir halt, die Gebäude mitverwenden können. So, was ist denn unser aktueller Auftrag? Haben wir keine. Wir fordern einfach mal einen neuen Auftrag an, mal wieder aus der Wissenschaft. Dieser Auftrag ist etwas ganz Besonderes. Modifizieren Sie einen Corythosaurus mit einer Belastbarkeitseigenschaft von mindestens 72 und lassen Sie ihn frei.
Dann holen wir uns den Auftrag gerade mal ran. Und wir brauchen ein Expeditionszentrum. Das ist ein kleines Kraftwerk. Expeditionszentrum kostet uns 400.000. Dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht hier irgendwo unterbekommen. Vielleicht können wir das auch irgendwo zwischendrin machen. Na, das ist von den Straßen her nicht möglich. Hier hinten haben wir einen Mast im Weg stehen. Hier könnten wir ein Expeditionszentrum hinbauen. Dann machen wir da gerade mal noch den Weg hin. Und schließen den Weg hier an. Ne, Quatsch, da ist der Weg. Da ist der Weg, da haben wir jetzt mit angeschlossen. Sobald wir das Expeditionszentrum haben, können wir dann Expeditionen starten. Jetzt schauen wir mal, ob wir schon was ausbrüten können. Nein, noch nicht, weil wir haben es noch nicht freigeschaltet. Also die anderen, die wir vorher hatten, die haben wir schon. Wir könnten theoretisch einen Triceratops ausbrüten. Würde ich jetzt einfach mal machen. Damit wir schon mal was an Dinosauriern da haben, dass auch ein bisschen Gäste zu uns kommen. So, dann gucken wir uns das Expeditionszentrum mal an. Und suchen mal nach dem Dino, den wir bräuchten. Ein Corythosaurus haben wir 0. Da haben wir 0. Haben wir auch 0. Irgendwo wird er doch dabei sein. Schwierig. Jetzt weitere Expeditionszentren voraus. Mehr Ausgrabungen haben wir aber aktuell gar nicht. Dann haben wir den Ceratosaurus. Oder beziehungsweise, nee, wir haben ein aktuelles Genom. Dann starten wir da mal eine Expedition. Und weitere Ausgrabungsteams haben wir aktuell nicht. Wir bräuchten quasi dann jetzt noch ein Forschungszentrum. Gucken wir mal, das Forschungszentrum. Wobei ein Fossilienzentrum brauchen wir auch. Das kriegen wir da theoretisch sogar relativ problemlos unter. Mal schauen, da bringen wir es rein. Aber der Weg zählt trotzdem, glaube ich, nicht als angeschlossen. Weil irgendwie müssen wir die Fossilien ja auch extrahieren. Und dann brauchen wir noch ein Forschungszentrum. Das kostet uns auch nochmal 400.000. Aber damit warte ich jetzt erstmal, weil wir haben nur 937.000 insgesamt. Verhindern Sie 10 Minuten lang Stromausfälle. Das kriegen wir, denke ich, hin. Falls Sie es noch nicht bemerkt haben, ich stehe ständig unter Strom. Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Und wir können unseren Triceratops, den können wir jetzt mal freilassen. Dann haben wir schon den ersten da. Und könnten schon die ersten Besucher anlocken, die dann ein bisschen unsere Kosten auffangen. Haben da einen Triceratops ausgebrütet. Jetzt sieht er noch süß aus. Aber nur für eine knappe Woche. Nur für eine knappe Woche. Dann wird er größer. Das ist aber, denke ich, kein Problem. So, den Corythosaurus können wir dann erforschen. So, warte mal. Ihr habt kein Umspannwerk. Das ist okay. Weil wir können auch einfach eins bauen. Ein Umspannwerk. Dann bauen wir jetzt eins hier zwischen rein. So, da irgendwo, da war eine Lücke, wo es hinpasst. Wunderbar. Ist also quasi angeschlossen, stört sich auch gegenseitig nicht und da haben wir jetzt unser Fossilienzentrum. Aber Fossilien haben wir noch keine freigeschaltet. Wir schalten frei. Wir extrahieren noch die DNA von unserem Uyangosaurus. Und ich glaube, unser Expeditionsteam kehrt gerade zurück von der Ausgrabung. Und dann können wir nämlich unseren Auftrag, diesen Corythosaurus, mal beginnen zumindestens.
Das heißt, ein Ankylosaurus-Genom können wir hier mal extrahieren. Und da war nichts drinnen. Also haben wir aber trotzdem die Kosten von der Expedition recht gut wieder reingeholt. Ich gucke jetzt gerade mal, wo wir noch was rausholen könnten. Wir fliegen einfach gerade nochmal direkt dahin. Wo haben wir denn aktuell? Da unten. Benötigt Strom. Aber das ist ja eigentlich mit drin. Das ist eigentlich mit drin. In dem Bereich. Müssen wir das noch extra anschließen? Ich glaube nicht. Nee. Das ist ja, das geht ja nur um diesen gelben Bereich, den wir hier haben. Und da ist es, sage ich, mit drin. Da ist es mit drin. Jetzt ist die Frage, was unser Umspannwerk spricht. Da schauen wir doch gerade mal. Oder beziehungsweise unser Kraftwerk. Ungenutzter Strom sind 4. Also ich denke mal, dass wir vielleicht einfach noch ein zusätzliches kleines Kraftwerk benötigen. Vielleicht können wir es irgendwo auch hier an den Hang bauen. Das geht hier tatsächlich sogar. Dann packen wir das nämlich einfach dahin. Schließen das an unser Netzwerk an, bauen noch den Weg vorne ran. Da geht es zwar hier so ein bisschen um die Kurve, aber zumindest haben wir diesen Schnuddel, den wir da vorher übrig hatten, der von dem Weg stammt, den haben wir jetzt noch mit verwendet. Und sobald dieses Kraftwerk verfügbar ist, sollten wir auch genug Strom dann haben. Aufträge erfüllen wir ja gerade noch. Gästezahl ist niedrig. Verbessern Sie die Dinosaurierbewertung, um mehr Gäste anzulocken. Aber immerhin machen wir Plus. Wir machen einen Gewinn pro Minute. Das heißt, vielleicht können wir einen Hyangosaurus. Kostet 210.000. Ist ein Pflanzenfresser. Könnten wir mal versuchen. Lebensfähigkeit sind 51%. Wir können es mal versuchen. Dann hätten wir nämlich noch einen zusätzlichen Dino, den wir betreuen könnten. Und wir holen uns noch einen neuen Auftrag aus der Wissenschaft. Zusätzliche Mittel können erhöhen Sie Ihre Gastanzahl auf insgesamt 300. Das können wir auf jeden Fall machen. Das Einzige, was ich nicht sehen kann, tatsächlich ist die Anzahl der Gäste. Da bekomme ich sie nirgends angezeigt. Vielleicht bei der Inselbewertung Gästeverletzungen keine. Aber auch da steht es von den Gästen her nichts dabei. Gästeanzahl, hier ist es aber, 168. Fast mit Tomaten auf den Augen haben wir es trotzdem noch gefunden. Und bei den Fossilien, da haben wir den Corythosaurus. Wenn es auch nicht viel ist, Ankylosaurus können wir noch extrahieren. Was haben wir hier? 40.000 für fossile Exkremente. Oh toll, wir haben versteinerte Kacke gefunden. Und dann machen wir noch mehr für den Ankylosaurus. Dass wir da noch mehr freischalten können. Und wir schicken nochmal eine Expedition hin, dass wir diesen Corythosaurus dann freigeschaltet bekommen. Und hier unten haben wir auch die Besucherzahl stehen als Auftrag. Unser Huyangosaurus ist gleich ausgebrütet. Das ist jetzt der Fall. Und dann können wir ihn auch jetzt freilassen und haben das erste Mal diesen Dino quasi freigeschaltet. Der zumindest auch gefährlich aussieht. Es ist zwar ein Pflanzenfresser, aber mit diesen ganzen Stacheln auf dem Rücken und am Schwanz dürfte er doch wehtun. Und damit haben wir auch unseren Auftrag für die Besucherzahl abgeschlossen. So, und wir haben zu wenig Wald. Der Huayangosaurus, noch ein Mitglied der Stegosaurus-Familie. Wenn der noch ein bisschen mehr Wald benötigt, dann kriegt er hier noch ein bisschen Wald. So, bist du jetzt zufrieden? Und wir haben ein neues Ziel. Bauen, verbinden und mit Strom versorgen ein Fastfood-Restaurant. Das können wir auf jeden Fall machen, weil das ist auch für die
Gäste dann gut. Und wir haben jetzt hier auch diese Waldanforderung für unseren Hyangosaurus. Durch diesen kleinen Wald hier haben wir das erfüllt. Hinten runter, ich weiß gar nicht, wie weit wir bauen dürfen. Jetzt mal angenommen, ich würde es nur mal testen wollen. Hier unten ist die Grenze, also wir könnten vielleicht die Zäune bis hier runter knapp an die Küste dann verlängern und damit dann auch die Gehege größer machen. Jetzt gucken wir gerade mal nach einem Fastfood-Restaurant. Das kostet uns 170.000. 100.000 bekommen wir für den Auftrag. Dann würde ich es aber tatsächlich einfach mal, wir können es auch vielleicht hier unten hinbauen, weil da auch Terrarbeschränkungen sind. Wenn wir es ein bisschen weiter nach hinten bauen, dann geben wir jetzt erstmal so viel Geld aus, bekommen sie aber gleich wieder. Dann schließen wir das Ganze noch an den Weg an und sind, denke ich, damit jetzt auch gleich, ja, was Nahrungsmittel angeht, zumindest schon mal gut versorgt.